Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Wie immer, zuallererst die Warnung: keine Spoiler bitte in die Kommentare, das gilt für Twitch und für YouTube. Wer mir Spoiler reinschreibt, der kriegt instant einen Bann. Das ist immer das Erste, was ich sage. Tipps habe ich auch nicht so gerne. Ich vergebe für Tipps nicht unbedingt einen Bann, das hängt davon ab, wie der Tipp geschrieben ist. Aber ich will sie dennoch nicht sehen, weil ich das Spiel auf eigene Weise erkunden will. So, und jetzt nochmal herzlich willkommen zum heutigen Stream. Heute wieder The Legend of Zelda. Ja, ich bin jetzt nicht im Orni-Gebiet, auch wenn der Titel eigentlich vermuten lässt, dass ich eigentlich Hauptstory heute machen will. In der Hinsicht will ich gleich noch was sagen. Ich will immer noch zuerst hier im vergessenen Wald das eine Objekt unserer Begierde holen. Also die Möglichkeit, unsere Schilde und so weiter, also die Taschen auszubauen. Und ich habe mich jetzt informiert, wie man da zumindest hinkommt. Also von außen kommt man gar nicht rein, man muss vom Untergrund aus rein, soweit ich das gelesen habe. Und dafür soll man sich extra die Mitte vom Wald auf der Karte markieren. Weil man die Markierung auch im Untergrund sieht. Ich habe übrigens alle Rüstungen, die ich verbessern konnte, auf die zweite Stufe gepusht. Und jetzt heißt es ab in den Abgrund. Also ich will zuallererst mir die Schildtasche freischalten. Ich brauche nämlich wesentlich mehr Schilde. Die Amiibos habe ich schon durchgehauen. In den Kisten war aber nichts Besonderes drin. Nur ein Boomerang und ein Ritterschild. Ich habe übrigens mal ein Ritterschild an den Sonanium-Schild gepackt und irgendwie hat er dann nur 11 Haltbarkeit. So. Wir haben die Karte. In die Richtung müssen wir. Außerdem, das habe ich mir auch mal vorgenommen, dass ich offscreen nach den Crocs suche und sie mir dann mit diesen Blättern markiere, wenn ich sie finde. Dass ich sie dann in den Streams einmal absammle. Damit man da mal Bescheid weiß. Ich habe jetzt die Leuchtrichtung, die habe ich auch schon ein bisschen aufgebessert. Beim zweiten Mal ist übrigens echt arg teuer. Da braucht man 20 Leuchtsamen. Und dann noch ein paar Leuchtpilze. Apropos Leuchtsamen, wo habe ich die? Wie gesagt, zuallererst machen wir erstmal, dass wir unsere Schildtasche erweitern können. Weil die ist viel zu klein. Jetzt mal im Ernst, wo habe ich die Kackleuchtsamen? Ganz am Ende. Nimm ich mal den Riesenleuchtsamen. Deckt mehr Fläche ab. Ich weiß immer noch nicht, was es mit den Öllichtern auf sich hat. Aber ja. Ich sammle sie einfach mal. Ich habe mir auch mal ausgehend ein paar Ölknospen wieder ins Inventar geholt, damit ich wieder ein paar davon verschießen kann. Weil ich finde die sehr praktisch auf dem Boden. Wenn da so eine Riesengruppe ist, dass die sich dann einmal kurz gegenseitig verprügeln. Ich hoffe, ich habe mir die richtige Stelle auf der Karte markiert. Ich will jetzt einfach nur straight up die Verbesserung für die Taschen holen und eventuell einen Schrein, wenn er dort ist, freischalten. Dass ich mich dorthin porten kann. Was ist denn das für ein komischer Baum? Das habe ich nur so peripher jetzt gesehen. Ich sehe hier nur Grütze. Warte mal, eine tolle Idee. Das funktioniert doch bestimmt auch hier unten. So, ich fliege einfach über die Grütze drüber. Ihr könnt mich mal. Hain der Crocs, weit von der Jule Untergrund. Ja, hier ist auf jeden Fall der Hain.
Aber das hat mich echt überrascht, als ich das gelesen habe, dass man da von unten hin muss. Och nö, warum seid ihr Kackdinger auch hier unten? Baum, komm her, ich will auf dich draufklettern. Ich weiß, ich bin heute, aber hört auf, mich begrabbeln zu wollen. Die Dinger gehen mir so auf die Nerven. Vor allem, weil ich die nicht wirklich bekämpfen kann. Zumindest zum jetzigen Stand. Ich will jetzt nicht andauernd auf die Bäume flüchten. Ah, die Dinger haben sich verzogen. Ich sehe wohl nicht schmackhaft genug aus. So, wo komme ich da rüber? Hier. Hier komme ich rüber. Na gut, ein Miasma-Herz ist jetzt nicht schlimm. Da habe ich mir auch mal so einen Trank gemacht, der dagegen helfen soll. Vielleicht vertreibt diese Wurzel da ja auch die Hände, falls sie in der Nähe sind. Die heilt ja zumindest diesen Miasma-Schaden. So, es werde Licht. Nicht viel Licht, aber es werde Licht. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen Teleportpunkt. Jetzt muss ich gucken. Ich muss noch ein Stück darüber. Irgendwo dort ist der Weg, der nach oben führt. Aber schon krass, wie stark sich das einfach verändert hat im Vergleich zu vorher, wie man da hinkommt. Ich habe das Kackmiasma einmal berührt. Einfach den Baum hochklettern? Ist das richtig? Nicht wirklich. Aber hier ist Licht. Ich hoffe einfach, dass ich hier richtig bin. Guck mal, da ist wieder eine Wurzel. Die nehme ich mal direkt mit. Haben wir hier direkt noch mal ein bisschen mehr Licht. Den Untergrund, den will ich sowieso auch irgendwann mal komplett erkunden. Das könnte tatsächlich der eine Krogbaum sein. Einmal durch das ganze Ding schieben, eventuell bin ich dann im Wald. Es wird ja nicht ohne Grund hier so sein. Also ich habe mir kein Video angeguckt, ich habe nur gelesen, wo ist, wie man da hinkommt. Und habe halt gelesen, so. Ich wusste nicht die genaue Stelle. Aber jetzt bin ich im Wald der Crocs. Da, wo ich hin wollte. Der Dekobaum. Wie geht's denn dir? Oh, nicht so gut. Dir ging's mal besser, Kumpel. Bevor ich mit dir rede. Dich muss ich sowieso fotografieren. Dich habe ich noch nicht in freier Wildbahn fotografiert. Ich suche gleich Marone. Erstmal gönnen wir uns hier den Schrein, dass wir auf jeden Fall uns hier importen können. Ich weiß, dass der Maronus heißt, Leute. Gegengewicht. Okay, ich arbeite mit Gewichten. Also muss ich jetzt einmal ganz kurz richtig doll zunehmen. Ah, nee.
dich hänge ich, glaube ich, da dran. Dann passt das schon. Muss, glaube ich, nur ein bisschen höher. Ich hab's runtergezogen. Funken, klappt es trotzdem? Klappt trotzdem. Oh, ich weiß, was hier der Plan ist. Das war obvious. Das wird auch das Einzige sein, was wir jetzt per von Hauptstory jetzt heute machen. Ich werde mich heute wirklich versuchen, auf Hauptstory zu konzentrieren. Oh, guckt mal. Ich hab, ich könnte hier so eine ganz dumme... Ach, das ist ein Baumstamm. Ich dachte, das wäre eine Säule. Ich wollte so einen Säulenboomerang schon erschaffen. Warum ist hier drin ein Baumstamm? Kann ich eventuell... Okay, ist nicht zu viel Gewicht. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich da drauf komme. So, und jetzt einfach balancieren. Meine Kiste. So, jetzt können wir uns endlich auf das Rätsel konzentrieren. So, wie machen wir das? Ich würde sagen, der Baumstamm kommt nach oben. Dass wir ihn so vorne so ein bisschen oben dranhängen, dass er wie ein Rambock ist. Das wäre jetzt zumindest mein Einfall. Und dann halt wieder das Schwingen. Ja, es schwingt sich irgendwie nach vorne. Also es hätte es fast selbstständig geschafft. Das größte Rätsel war eher einfach da oben an die scheiß Kiste zu kommen. Wo nur so eine dumme Sau-Naus-Fähre drin war. Aber ich müsste übrigens auch mittlerweile genügend so Nau-Energie-Dinger haben, dass ich auch die Batterie mal um 1 verbessern kann. So, und jetzt suche ich meinen Kumpel mit Blättern und Maracas. Geht's euch gut? Ihr seht nicht sonderlich glücklich aus. Die sehen sogar schon tot aus. Ach du Kacke. Ist halt auch von innen ein bisschen mit Miasma besudelt. Oh, Jule-Tomaten. Ich krieg's hin. Was für wunderschöne fotogene Tomaten. Im Ernst, da müsste hier doch irgendwo gammeln. Das ist immer in deren Heimat. Ich habe mich jetzt nicht umsonst hier durchgeboxt, ne? Ich bin nur für Maronus hier. Wo versteckst du dich? Will einer von euch mich aufklären? Ne, sind halt alle wie versteinert. Ich glaube, ich muss echt einmal da runter. Ah, krass, wie stark es den Dekubaum erwischt hat. Och nö, die Dinger schon wieder. Okay, man müsste ja einmal den Fiesling bekämpfen.
wovon ich nach wie vor keinen blassen Dunst habe, wie man das am besten macht. Weil vor allen Dingen selbst mit meiner 22er Waffe mache ich keinen Damage wirklich an denen. Einen Moment. Ich habe mir dafür extra was gekocht. Also ich versuche es einmal, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich kann mich nicht auf alle von denen gleichzeitig konzentrieren. Ich verliere halt auch durchgehend Leben in der Nähe. Nee, keine Chance. Ey, lass mich wenigstens selber umbringen. Danke. Okay, dann müsste man diese Hände bekämpfen, wo ich keinen blassen Dunst habe, wie man die anständig bekämpft. Also muss die Taschenerweiterung noch warten. Dafür habe ich letztes Mal 3 Stunden für verschwendet, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und um da hinzukommen, hatte ich letztes Mal 3 Stunden für aufgebraucht. Für nichts. Das ist viel deprimierender, wenn man weiß, wie hardcore ich es versucht habe, da reinzukommen. Das macht die ganze Geschichte nur trauriger. Hallo. Ja. Ja, die sind wirklich klein dagegen. Ja, die haben ja auch einen Nutzen davon, ne? Die eifrigen Kriegerkonstrukte. Schön aufgereiht. Darf ich sie mir einfach nehmen? Ja. Ach so, danke. Ich nehme sie. Und die Holzbinde gönne ich mir auch direkt. So, wo wartet denn unser Tulin? Aufzeichnung der Himmelsarche. Den zur Legende. Ja. Eine Gottheit. Okay. Ich habe mal eben kurz meinen Ventilator bei mir angemacht. Mir ist echt warm. Okay. Ich bin mir sicher, dass diese Geschichte wichtig ist. Deswegen lese ich mir gerade aufmerksam durch. Ja, mit Materialien, womit man den Himmel erreichen kann. Okay. Eine Flotte kleiner Boote.
Okay. Ja, das mit dem Riesenschiff, das habe ich jetzt schon mindestens 5 Mal gelesen. Ich will die Art und Weise, wie man da hochkommt. Ja, die Himmelsarsche, toll. Und das mit dem Lied? Okay, in dem Lied steht jetzt auch nichts Interessantes. Hört man den Ventilator eigentlich im Stream? Soweit ich das gerade rausgehört habe, nein. Ja. Der Schneesturm kommt wahrscheinlich von dieser gigantischen Wolke im Himmel. Ich könnte die Viecher doch einfach kaputt machen. Klingt doch gut. Ach so, komme ich wahrscheinlich dahin über seine Windströme. Okay, da muss ich hin. Ich sollte eventuell auch mal meine Ausrüstung anpassen. So, welches hast du mir zu erzählen? Ach so, ich dachte, du erzählst mir eventuell jetzt von einem speziellen Rezept. Ach, ich kann ja auch noch ein paar Ölflaschen mitnehmen. Okay, ansonsten liegt hier nichts. Ich halte natürlich meine Augen immer nach Crocs auf. Wie man sieht, ich war in der Höhle noch mal drin. Da ist der Beweis. Ich habe so einen leuchtenden Ivarok-Hammer. Da habe ich mir Leuchtsamen geholt ohne Ende. Einfach den Feuern folgen. Zu dem Schrein da oben, den ich mir eh schon markiert habe. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, auf der Spitze. Hätte ich jetzt einen Krog vermutet. Och, hallo, ist dir kalt? Ja, bröckeln halt die Inseln. Das Gute ist, mit denen kann man auch super nach oben. Einfach den Leuchtfeuern folgen.
Da wollen wir hin. Da wollen wir die riesige Windkugel sehen. Komm her. So, der nächste. Passt so. Ja. Ich hau jetzt auch kaputt. Vielen Dank für die Eisfrüchte. Die Firma dankt. Auch hier sind noch mehr. Wisst ihr übrigens, welche Rüstung ich ausgehen am schlimmsten zu leveln fand? Die Hylia-Rüstung. Weil man dafür die Teile von den blauen Bocklins braucht und ich die nicht unbedingt gefunden hatte. Und wenn ich welche gefunden hatte, haben die Dinger irgendwie verschwinden lassen. Du hast so eine scheiß Windwaffe? Ein Eisvogelschwert. Ich kann von dem Storyort, wo ich hin muss, bestimmt auch den Schrein da oben einmal kurz holen. Hier sind so viele Orte, wo ich Crocs vermuten würde. Würde es mir halt momentan nichts bringen, weil ich beim Dekobaum ja erstmal diese Hände schrotten muss. Und zusätzlich auch noch diesen Phantom-Penner einmal erschlagen muss. Da ist das Leuchtfeuer. Ich würde aber gerne erst einmal ganz kurz den Schrein da oben holen. So, den Schrein nehme ich jetzt eben kurz mit. Habe ich hier halt auch einen Schnellreisepunkt. Also es ist egal, ob ich mich auf Story oder auf Erkundungen konzentriere. Schreine nehme ich immer mit, wenn ich sie sehe. Dasselbe gilt für Crocs. Umsichtig ausweichen? Och nö. Da muss ich drüber springen, ne? Will ich wissen, was da unten überhaupt wäre? Wahrscheinlich ein Abgrund. Wie hieß aber auch riskiere, ne? Warte mal. Spiel Mission Impossible. Okay, falsches. Hoch. Warte mal. Ich kann den Strahloch blockieren. Dann kann ich den durchgehend auslösen. Dahinter ist die Kiste. Da ist nur ein bodenloser Abgrund. Ach, aber dann bleibt das Teil auch offen. Ein bisschen scharfe Medizin. Ja, danke. Nimm es mal mit, vielleicht brauche ich es noch. Oder auch nicht. Okay, am besten doch nicht den Block mitnehmen. Ich dachte eventuell, um den einen oder anderen Strahl zu blockieren.
Nee, ich dachte gerade kurz, ey, ich hole den Block, aber das Ding geht ja auf, wenn ich auch nur ansatzweise das Ding berühre. Muss ich irgendwie einen Hechtsprung machen? Wie komme ich denn da durch? Warte mal, bessere Idee. Nee. Ich dachte eventuell, wenn ich schnell genug bin. Ich kann die Dinger nicht kaputt machen. Ich versuch's mal wirklich mit dem Teil mitlaufen und dann im letzten Moment sprinten. Hat funktioniert. Okay, da war Mut gefragt. Danke für ein weiteres Segenslicht. Hier werde ich auf jeden Fall in Ausdauer investieren. Erstmal habe ich erstmal genug. Ich wollte nur kurz das Teil holen. Da müssen wir hin. Steckt sich hier auf der Spitze was? Nö. Das ist unsere gesuchte Höhle, ne? Okay, das Teil hat er selber weggenommen. Hallo. Ja, ich hab's hier hingeschafft. Ich will helfen. Darum bin ich hier. Was genau holt ihr denn hier raus, damit die Leuchtpilze? Die schmecken doch gar nicht. Eine Kreatur, die an den Wänden entlang hüpft. Ich hatte eigentlich den Plan, das so abzufackeln. Dann halt so. Funktioniert ja. In welche Richtung will ich? In der die Forellen sind, die ich fotografieren will. Eine Frostfäule in ihrer natürlichen Umgebung. Danke. Ist hier sonst nichts? Und so kann man sonst hier rein? Alter, sind hier viele Stacheln. Ha, hab dich. Müssen wir gucken, ob Bernstein beim ersten Treffer kaputt geht. Eigentlich ist es auch gut für die Synthese. Jetzt müssen wir gucken. Im Prinzip her, wenn ich an der Wand hochkrabbel, sollte ich eigentlich wieder rauskommen. Ist
zufällig so ein verstecktes Stück in der Wand. Können die nicht wenigstens alle irgendwo miteinander verbunden sein? Können ich wenigstens alle gleichzeitig abfackeln? Du liegst perfekt. Ist das Vieh, das ich abgeschossen habe, instant versunken? Ja, ohne Wiederkehr. Ich pfeife jetzt mal auf die Leuchtpilze. Ich brauche nur einen Durchgang. Oh, hi. Direkt mal runtergeschossen. Ach komm. Das ist immer so ein Millimeter, durch den sie nicht verbunden sind. Wann denke ich mal daran, so einen riesen Leuchtsam zu fotografieren? Oh, hi. Habe ich euch überhaupt schon mal fotografiert? Ja. Warte mal, ich teste es einfach mal an dem Boomerang. So, jetzt habe ich einen Bernstein-Boomerang. Ich will einfach nur wissen, wie haltbar Bernstein und so weiter ist. Warum sind hier so viele Klammerechsen? Eine ist mir sogar gerade ins Gesicht gelaufen. Beschwere ich mich nicht. Ah, hi. Ist er noch weiter drin? Ja, warum denn nicht? Über diese Flederbeißer. Ist auch nicht verkehrt, der Nest kaputt zu machen. Flammenbernstein-Boomerang. Ich bin echt gespannt, wie haltbar das ist. So, jetzt aber. Jetzt habe ich endlich mal dran gedacht.
Ach, du schon wieder. Hab ich überhaupt irgendwas, um da dich zu stützen? Muss ich gleich gucken. Offenbar hält der Bernstein echt gut. Der hält wesentlich besser, als ich dachte. Boah, Diamant muss ja richtig haltbar sein. Vor allen Dingen hat es ja 25 Damage. Ich habe übrigens schon geguckt, wie viel man für Diamant bekommt. Man bekommt tatsächlich 500 dafür. Ja, dann nehme ich eher die Soldatenlanze mit. Warte mal. Habe ich die schon fotografiert? Ich glaube, ja. So, doppelte Lanze. Verdammt, ich hätte die Reiselanze behalten sollen. Ein Schwalbenbogen. Oh. Irgendwelche speziellen Eigenschaften. Ah, die Sehne, die spannt sich schneller. Okay, ich habe jetzt aber nichts, um denen da vorne gleich zu helfen, ne? Oder womit soll ich ihm das befestigen? Soll ich das mit Schnäbeln machen? Einen Moment mal. So, bessere Lanze. Ich helfe dir sofort, Junge. Ich muss nur was finden, wo man nicht überhaupt helfen kann, dass das stehen bleibt. Ich habe nur Steine hier zur Verfügung. Wenn das funktioniert. Wenn ich einfach sage, hey, hier, ich klopfe einfach die eine Seite zu, dass er da nicht umfallen kann. Lass mal los. Das hält. Das ist so dämlich, dass das hält. Ich bedenke, was ich für Konstrukte ich manchmal mache. Ja, mach das mal. Das mache ich halt auch, wenn ich sehe, ne? Ach, danke für die 20 Rubine. Ja, denke. Einen Qualm erlegen. Weißt du, wie schnell ich den gesammelt habe? Okay, wäre das auch erledigt. Dann mal weiter nach oben. Ein Gebäude. Oh, da ist so ein Bossbock. Und der hat einen dicken, fetten Hammer dabei. Muss ich ganz auf die Spitze?
Da schwebt nur dieser riesige Drache rum. Er sagte doch irgendwas mit einer Zeder, oder nicht? Kann ich das nachlesen, was er gesagt hat? Der einsamen Zeder auf der Kaliberspitze. Es muss die Zeder da sein. Kann ich damit eigentlich hacken? Nö. Ich dachte mir, weil ein Eistapfen ja auch scharfkantig sein kann. Eventuell kann ich damit hacken. Zumindest kann ich Gegner damit einfrieren. Nur bei der einsamen Zeder. Oh, eine Eisversion von euch. Aua. Hab. Wo das Foto kriege ich noch besser hin. Nein, das ist beschissener geworden. Damit kann ich leben. Da ist er doch. Da ist der Junge. Was ist passiert? Du hast deinen Bogen verloren? Ach nee. Klar. Wie gebe ich das Zeichen? Guter Wind. Oh, das ist sehr gut. Hey, du, komm mal her. Ah, ja. Oh, das lief klasse. Noch mehr von denen. Oh, und die tragen Bockblind. Ich dachte, da kommt eine Sequenz. Ja, da hast du recht. Vor allem, wenn ich noch Feuer drauf packe. Oh, mein leuchtender Evo-Kammer geht gleich kaputt. Kann den nur verwerten. So, tot. Ja, easy. Möglich ist es. Jetzt haben wir aber eine Sequenz gerade. Da kommen Freunde. Lief doch alles wie am Schnürchen, Tudin.
Okay. Gute Frage, nächste Frage. Wie soll man denn da drüber kommen? Klingt doch gut. Okay. Und Tulin ist jetzt an meiner Seite. Klingt doch gut. Ist das mal was zum Einsammeln? So, Hebra-Gipfel. Ah, da muss ich noch mal ein bisschen klettern. Irgendwo ist dort wahrscheinlich ein Weg, der da hochführt. Danke. Jetzt gerade brauche ich den Wundstoß nicht, aber ich trotzdem danke. Außer du kannst einen Windstoß machen, der mich nach oben bläst, statt nach vorne. Werde ich hier nach oben geblasen? Nee. Sah für mich halt kurz so aus, weil der Wind hier nach oben weht. Aber war offenbar ein Trugbild. Ich sehe den Kumpel. Mein Hund quietscht hier gerade neben mir. Die habe ich schon mal bekämpft, ne? Danke. Warum ist direkt dahinter so eine Siedlung von denen? Um mich zu vereisen. Ja, ich bin da, keine Sorge. Ah.
So. Weg mit euch. Was ist eigentlich, wenn ich an so ein Schild eine Barrikade dran packe? Jetzt nochmal ein bisschen Breite. Ja, und Pfeile können halt stecken bleiben, ne? Okay, ich kriege hier eine Möglichkeit geboten. Damit meine ich nicht den Pilz hier. Ist hier irgendwo ein Flammenwerfer? Und dann muss ich selber einen spawnen. Ich sehe noch was Böses. Oh! Einmal den Exile-Force-Schild. Und direkt daneben der Boomerang. Warte mal, wir trennen das mal ein bisschen. So, für bessere Fotos. Denn der Ritterschild ist eh am Zerbrechen, ne? Nehme ich den einmal auf den Boden, nehme den extra Schild und pack den dran. Ist hier nirgendwo so ein Flammenwerfer? Muss wohl doch einen spawnen. Mal kurz vorher gucken. War hier nicht irgendwo ein Freund für mich? Da hatte ich doch von Weitem gesehen, dass hier ein Kumpel war. Der nur auf seine Rettung wartet. Da, da, auf dem, Teil da. Können den Krog doch nicht einfach in den Stich lassen. Wo willst du hin? Okay, ich sehe das wie. Ich nutze einfach die Platte, die ich eh schon am Baum bin, und fliege mit ihm hoch. Das sollte funktionieren. Ich brauche einmal einen Flammenwerfer. Den stellen wir richtig auf. Packen ihn da rein. Dann kleben wir ihn mit dran. Und Abfahrt. Ach nö, der ist genau falsch gefallen. So, Kumpel, du bist wieder bei deinem Freund. Warum die immer so schwere Taschen? Die haben immer so schwere Taschen, dass sie kaum vom Fleck kommen. Da stellt man sich die Frage, wie sie überhaupt dahin kommen. Die Penner lassen doch sicherlich diese Eisklumpen auf mich runterfallen. Und es gibt nicht viel, was ich dagegen tun kann. Außer mir einmal Nacken brechen.
gerade auf, da ich keine Waffe ausgerüstet habe. Daneben! Ha! Jetzt auch eine Ladung! Also dem Material laufe ich jetzt nicht hinterher. Ich sehe schon, wie man da hochkommt. Es wird nur ein Haufen Arbeit. Nein, ich wollte mit dem Typen sprechen. Ja, die werde ich brauchen, um darüber zu kommen. Jetzt darf ich erstmal warten. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, den Weg auch so zu schaffen. Über den Weg soll ich auch ohne seine Hilfe schaffen. So, jetzt darfst du mir gern den Windstoß geben. Danke. Jetzt heißt es wieder klettern. So, wo muss ich jetzt hin? Darüber und das ganze Ding hochklettern, ist das dein Ernstspiel? Ich glaube, ich muss mir hier einmal kurz ein Feuerchen machen. Gut, dass ich den einen oder anderen Ausdauertrank habe. Solange ich hänge, verliere ich keine Ausdauer. Ich gucke mir Scouter einmal ganz kurz. Nee, ich muss hier hoch. Wie soll denn das gehen? Ich bin hoch genug. Danke, mein liebes Konstrukt, dass du mir hier hochgeholfen hast. Es hat irgendwie funktioniert. Das ist die Arsche, ne? Ich will einfach nur mal kurz gucken. Ne, den Schrein habe ich noch nicht. Den sollte ich auf jeden Fall registrieren. Gut, da ich so viel in die Teile investiert hatte, ne? Ja, ich sehe mir an. Wir sollen zu ihm kommen. Guck mal, da sind noch mehr solcher Schiffe. Und da ist ein ultimativ großes Schiff.
Ja, das Lied war halt kein Mumpitz, ne? Es ist Realität. Ja, klingt nach einem Plan, Tulin. Aber erstmal würde ich gerne zu dem Tempel da vorne. Also zum Schrein. Das finde ich wesentlich wichtiger. Ah! Okay, so funktionieren die. Danke für die Hilfe! Das ist erstmal wichtiger als alles andere, dass ich hier oben einen Checkpoint so gesehen habe. Muss ja irgendwie hier auch wieder hochkommen. Tulin begleitet mich nicht hier rein. Okay. Springender Punkt. Gehst du jetzt auf? Sprung. Ey, ich bräuchte einen Hinweis, damit das Ding aufgeht. Könnte diese Tür sich bitte öffnen? Ah, danke. Okay, das, was wir gerade gelernt haben, diese Flugboote sind so gesehen Trampoline. Alter Holzbogen. Den habe ich auch noch nicht fotografiert. Der war aber nicht so krass. Das weiß ich noch. Seit Ewigkeiten her, dass ich einen genommen habe. So. Ich halte schon mal Ausschau nach der Kiste. Was ist, wenn ich aus der Höhe dann nochmal drauf fall? Okay, nichts Besonderes. Ich muss auf das Schiff da drauf. Diese Flugboote sind schon interessant. Ich glaube, ich muss hier hin. Da ist eine Decke. Wenn ich so weitermache, habe ich gleich Kopfschmerzen. Muss genau mittig sein. Oder auch nicht. Hier ist nicht offen. Wo ist denn der Schalter dafür? Ah, ich sehe schon. Kiste? Kiste wo? In jedem Tempel ist doch immer eine Kiste irgendwo. Ich habe jetzt nirgendwo eine gesehen.
Da ist halt auch nirgendwo so ein Platz, wo man sagen könnte, da ist eine Kiste versteckt. Wenn man so peripher drüber guckt. Ich will auf jeden Fall bis zu dem Tempel. Also Bosskampfgebiet. Einmal heute hin. Ich könnte mal noch einmal Ausdauer gönnen. Da. Danke dafür. Mehr Ausdauer. So, hab schon, was ich wollte. Jetzt können wir wieder zurück in den Strudel. Bin zurück. Ja, muss halt nur kurz was erledigen. Da drunter ist doch 100 Poden Schiff. Oder? Nö. Oh, eine Kiste. Wow, mit 5 Pfeilen. Also wenn ich 5 Pfeile, Opal oder sonst was in der Richtung sehe, ne? Ich bin immer so extrem enttäuscht. Von dem Pfund. Jetzt muss ich mit dem Wind arbeiten. Sonst komme ich nämlich nicht rüber. Da könnte ich es schaffen. Glaube ich, du spannst den Bogen mit den Füßen. So macht man das aber nicht, Junge. Ach komm, ich bin mal nicht wählerisch. Die Ausdauer, die ich mir jetzt gerade geholt habe, die wird sich noch rentieren hier. So, wir haben hier das nächste Schiff, hat mich hochkatapultiert. Und ich muss wieder gleich wahrscheinlich so eine komische Apparatur basteln. Danke. Okay, der extra Bogen war besser. Du bist ein echt guter Kollege. Du hast ihn runtergeschossen. Das Beste, das hättest du echt nicht machen können. Braucht jemand einen Eiszapfen? Oh. Ich frage mich, ob man den kaputt machen kann. Nee, der hält was aus. Ganz gerade so leicht im Weg, mein gefiederter Freund. Komm, ein-, zweimal kann ich ruhig springen nutzen. Passt schon.
wenn die allein hier schon stehen. Das sieht immer lustig aus. Aber solange es funktioniert, beschwert man sich nicht. Wie kriege ich den Eisblock kaputt? So, ist da was Gutes drin? Ein paar Reisekochtöpfe. Da ist jedenfalls nichts. Ich gehe mal davon aus, darüber fliegen. Hey Kumpel, ich brauche den Wind. Oh, da ist so ein dicker, fetter Golem. Ich glaube, das Schlauste wäre, wieder das Konstrukt von eben zu basteln. Ab nach oben! Funktioniert! Ich hätte das jetzt noch viel weiter nutzen können. Aber das ist ja nicht der gewollte Weg. Außerdem müssen wir den Golem da unten noch platt machen. Ah, ich sehe schon, wie man eigentlich hochkommen soll. Muss man halt nur einen Zwischenkampf machen. Ist ein anderer Golem? Das kann ich ja mit der Kamera testen. Nein, es ist derselbe Golem, wie wir ihn schon kennen und kaputt gemacht haben. Kann ich sogar noch mal eine gute Waffe. So, jetzt muss ich wieder nach oben. Gerade gucken, wo lang. Da ist eine Kiste, die fällt mir jetzt erst auf. Die liegt nur komisch. Eine alte Karte! Oh! Nächstes Stück der Rüstung. Oh, um Gottes Willen, ist das weit weg. Müsste ich mir aber vom Prinzip her einmal gönnen. Ich muss, glaube ich, mein komisches Konstrukt wieder einmal bauen. Krass, wie sehr ich darauf angewiesen bin. Ohne wäre ich ja noch nicht mal das eine Teil da hochgekommen, das erste. Ach, warte, es gibt noch eine andere Methode, an die ich gar nicht gedacht habe. Ich Volldepp. Boah. Wieso denke ich da denn nicht dran? Braucht das Konstrukt gar nicht. Das ist der gewollte Weg. Und ich hau mich mit dem Teil durch. Bombe? Kaputt. Die Steine davon sind offenbar da abgeprallt.
Bin drin. Oh, für 10 Holzpfeile. Diese Bomben sind kostbar. Machen wir mal einen Eisbumerang. So kann ja denselben Weg einfach wieder zurückfliegen. Wohl brauche ich nicht mal. Boing. Dafür ist der Bumerang echt gut. Vor allem, weil er sogar das Material mitbringt. Um Gottes Willen, jetzt muss ich immer auf den Teilen landen. Komm, bitte, du musst die Viecher runterschießen. Ich kann nicht. Okay, da ist die nächste Plattform. Das Gute ist, dass sich meine Ausdauer darauf auch regeneriert. Das ist sehr schön. Ach, guck mal, falls man was kochen will. Wollen wir mal Phosphorelle mit einem Glutling zusammenpacken? Tschüss! Gib bestimmt ein herzhaftes Mal. Dafür habe ich gerade eine Feuerfrucht geopfert. So, wo ist meine nächste Plattform? Da, wo drei von diesen Mistviechern sind. Ah, geil, die bekämpfen sich gegenseitig. Natürlich haben die Konstrukte es leichter. Die brauchen nur einen Hit. Reinig nur, weil ich einen Treffer kassiere. Ich überlebe einen Treffer locker. Dann machen wir es einfach wie gehabt, ne? Okay, Kumpel, komm her. Ich brauch dich. Ja, kümmere du dich mal um den da oben und ich kümmere mich um den.
Der hat der Zeitbomben, der Penner. Ne, der hat die Bomben. Viel Spaß damit! Habe ich eine Sonanium-Lanze schon fotografiert? Ja. Ausrüsten. Wo habe ich die großen Energiesphären? Da war sie doch. Ist nicht offen. Kiste. Guck mal, meine Energiesphäre auch direkt zurückbekommen. Ah, guck mal, jetzt soll ich mit den Teilen arbeiten. Das ging gerade komplett in die Hose. Passt. Hat mich hochgebracht. Wie weit hoch ist es denn noch? Guck mal, sehr weit hoch. So, erstmal hier drauf zielen. Oh, ich hatte schon Angst, die Platte zu verfehlen. So, als nächstes brauche ich das Flugschiff, aber erstmal holen wir uns die Kiste hier. Die habe ich schon im Augenwinkel gesehen. Ein paar Zeitbomben. Da ist noch mal ein Schrein. Ach, diesmal so, man soll das Teil da nehmen. Na gut, dann würde ich sagen, wir nehmen den Schrein dann noch mit. Und machen da dann beim nächsten Mal weiter. Ach, mir geht's noch gut. Wir gönnen uns jetzt den Schrein hier. Und danach machen wir Feierabend für heute.
Also wenn wir so an wichtigen Story-Element sind, dann machen wir natürlich durch. Und nicht nebenbei irgendwas. Naja, außer natürlich solche Schreine. Die sind ja sehr wichtig. Guck mal. Ist einfach nur als Zwischenpunkt gesehen. Ach, danke. Kann ich nur gebrauchen, wenn ich so Nahwaffen habe. Bei den Schilden bringen die tatsächlich einfach einen Scheißdreck. Aber danke für die, für das Segenslicht, ne? Ich nehme es gerne. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. Sowohl im Nachhinein als auch jetzt live. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da. Und ein Follow natürlich auch auf Twitch. Ist beides gegenseitig verlinkt. Und von YouTube verabschiede ich mich an der Stelle. Ciao!